Jo, und damit herzlich willkommen, Freunde, zu einer neuen Folge Let's Play Legion. Und ich entschuldige mich jetzt schon dafür, dass ich nicht in einer Instanz bin. Ich krieg's zeitlich einfach nicht auf die Reihe momentan. Ich kann euch höchstens darauf vertrösten, dass ich jetzt bald Urlaub habe und da werde ich dann auch die Zeit finden, endlich mal mich für die Instanzen einzuwählen und euch dann eben halt endlich mal das nachzuholen. Bis dahin habe ich mir überlegt, für diese Woche World Quests mal in Angriff zu nehmen. Ein wenig, dass wir uns mal ein bisschen auch ausrüsten, ein bisschen Ruf haben quasi dadurch. Und eventuell dann in der anderen, also in der nächsten Woche mal noch die Artefaktwaffen vom, also nur die Artefaktwaffen-Quest vom Paladin und vom Schattenpriester reinziehen. Und dann, also je nachdem, außer ich, mein Urlaub ist ja nicht mehr lang, muss eigentlich nur noch diese Woche arbeiten. Nächste Woche habe ich ja dann schon Urlaub, aber ich nehme ja immer schon ein bisschen vor auf. Also werden, denke ich mal, schon bald Instanzen kommen und ich bin hier vollkommen falsch. Ich wollte ja gucken, ob Artefakt ein bisschen fertig ist. Außerdem brauchen wir mal ein paar Ordensressourcen, müssen wir uns mal wieder organisieren, klar machen. Und deshalb ist das vielleicht gar nicht mal so verkehrt, dass wir ein paar Weltquests machen. Außerdem haben wir ja noch ein Dings fertig, haha, eine Mission. Hier an unserem Tisch. Und die werden wir jetzt mal abholen gehen. Und dann werden wir mal schauen, was wir anstellen können. Außerdem ein bisschen Rüstung könnten wir auch noch gut vertragen. Weil wir haben noch viel, viel Level-Equip an. Also aus der Level-Phase. Und da könnten wir eigentlich auch mal ein bisschen aufstocken. So, hier gab es Ruf. Plus Bonus. Ruf. Nicht Ruf. Ihr wisst, was ich meine. Artefakt-Dingsbums macht. Genau, Artefakt macht. So, dann werden wir uns mal gleich einverleiben. In der Hoffnung, dass wir vielleicht schon bald den nächsten Punkt freischalten. Jawohl. Und das läuft doch. Immerhin. Immerhin mal sowas. Dann werden wir gleich mal den nächsten Punkt mitnehmen, weil wir wollen ja auch da weiter voranschreiten und das Ding komplett machen. Soweit es geht. So, das war jetzt hier unten. Jawohl. Nee, Quatsch. War nicht. Oder? Doch, warte. Verwirrt. So, und zwar müssen wir hier, haben wir den Punkt voll. Das heißt, wir könnten kritischer Chaos. Erhöht den kritischen Schaden von Chaosstoß um 6%. Ist eigentlich gar nicht mal so ungeil, ne? Überwältigende Kraft. Wenn Chaos Nova ein Ziel betäubt, besteht eine Chance von 10%, dass ein geringes Seelenfragment erzeugt wird. Der direkteste Weg wäre jetzt eigentlich rein theoretisch hier rüber zu gehen, ne? Für innere Dämonen. Das sind drei Punkte, das sind drei Punkte, das sind drei Punkte. 3, 1. Wir machen es mal hier. Wir werden erstmal den direkten Weg wählen. Auf jeden Fall wollen wir das Ding voll machen. Also das ist zumindest mein Ziel im Endeffekt. Den voll zu bekommen. Und jetzt werden wir nach Dalaran erstmal zurückkehren und dann checken wir mal, was wir so frei haben und was gerade diese Woche machbar ist. Schönes, ne, warte mal, das war was hier, was hier, was hier, war doch hier. Oh, noch richtig. Und zurück. Und dann werden wir uns mal ein bisschen die Sache anschauen. Gut wäre jetzt eigentlich Kirin Tor, da könnte man nämlich dann auch ein bisschen mehr Ruf farmen. Oh. Kirin Tor, na wunderbar, da werden wir uns erstmal darum kümmern in erster Linie. Das heißt jetzt ein bisschen Nachtsüchtiges auch dabei, das ist auch gut. Wir werden mal abchecken, wo die Kirin Tor vertreten sind. Meistens Valyra. Kirin Tor, da wäre zum Beispiel eine. Fangen wir in Sturmheim an, was ist das? Das Ziel erreichen. Ah ja, wieder Wind. Das ist, ja, die Kirin Tor Quests, die es gibt, sind teilweise tricky. Da ist eine dabei, die ist echt nicht geil. Wenn man, ja, solltest du auch merken, wo du hin musst. Wir werden Feldlazarett der Himmelsvoll, nee, Quatsch. Lonas Wacht ist doch da, oder? Zumindest hier. Angriff auf Hydraschall können wir auch mal nebenbei mitmachen. Es gibt ein paar Ordensressourcen. Das ist eigentlich nicht schlecht.
Kann ich behilflich sein? Ich werde jetzt nicht jede mitnehmen, weil da sind halt auch welche dabei, die... Aber zumindest die Hauptsachen hier sollten wir voll machen. Also Karundis Hofstaat, die Nachtsüchtigen auf jeden Fall und die Kirin-Tor auch auf jeden Fall. Weil den Kirin-Tor ist nämlich die Besonderheit, dass wir uns im Endeffekt nämlich überlegen können, von wem wir Ruf haben möchten. Und das ist das Interessante. Ich wette... Moment, jetzt muss ich mal... Wie schön, dass man hier switchen kann. Latmansura, mal gucken, da wird es auch eine Kirin-Tor-Quest geben. Hier, ja, die Magie des Flugs, sehr gut. Nachtsüchtigen, da gibt es eine Brust. Und die ist eigentlich auch Easygoing-Quest. Das könnten wir mit der verdorrten Armee, wäre auch eine Daily, die wir machen könnten. Locker flockig, was ist hier? Gefesselte Nachtsüchtige befreit. Ja, das ist auch, obwohl, das ist ja in diesem Krater drin, wa? Ja, wir schauen mal, aber ich glaube doch, das werden wir mitnehmen. Fangen wir erstmal mit Sturmheim an. Und werden dann erstmal ein bisschen wegen der Kirin-Tor-Quest-Reihe müssen wir wahrscheinlich tatsächlich ein bisschen was fliegen. Aber wir müssen ja nur 4 voll kriegen. Hochberg wird es eine geben, da gibt es glaube ich auch eine Reitquest oder die oben mit den... Ja, mit den Geheimnis. Oh Gott. Das sind... Ja, wollen wir machen. Diese verdammten Dreckige. So, dann machen wir... Beginnen wir die erste Quest. Die kennen wir ja noch. Tatsächlich, als wir in Sturmheim ja damals gequestet haben. Wir müssen immer, hallo? So, das machen wir jetzt mal so schnell wie möglich. Das heißt ja immer, wir müssen wieder, immer wieder welche runterballern. Hier abballern und dann eben halt welche, die sich bei uns ranhaken. Bäm. So runterpfeffern. Oh, schon komplett. Wie, das war's? 50 nur? Ist aber wenig. Oh, da ist noch einer drauf. Wir könnten Ritschall in einem Streich einäschern. Super. Doch Rache vollzieht sich in Wellen. Ja, damit haben wir die erste Weltquest erledigt. So einfach geht das, so schnell geht das vor allen Dingen. So, jetzt müssen wir da oben hin. Okay, ich weiß wie. Glaube ich. Wie der Wind ist, also bei den Kirin-Tor gibt es 3 verschiedene Quests. Ich weiß nicht, ob jetzt mit der Zeit noch was dazugekommen ist, aber ich glaube nicht. Es gibt 3 verschiedene Questarten. Entweder ihr dürft auf einen Säbler, der nicht von alleine anhält, durch die Gegend reiten und so ein Ding aufladen. Hier so ein Teil aufladen. Oder ihr dürft in lustigen Blasen durch die Gegend schweben und verschiedene Ziele erreichen. Oder aber ihr dürft ein Rätsel lösen, was in Form von, euch werden Wege gezeigt, die müsst ihr euch merken und dem müsst ihr nachlaufen. Das kann manchmal in der Tat ein bisschen tricky sein. Muss man gucken. Ich mal, manchmal mit den mein Kurzzeitgedächtnis ist es manchmal echt ein bisschen, nee. So, wo sitzt er denn? Da unten ist er. Oder ist wie der Wind auch was mit Bubbles? Ah, warte mal, das kenne ich noch gar nicht. Ja. Okay, wir sollen da scheinbar... Was sollen wir da machen? Das Ziel erreichen? Was? Wir müssen ja in Google sausen. Nicht versagen, bitte. Was? Okay, Moment. Ich werde euch einen Zauber verstärken, damit ihr durch die Luft rasen könnt. Nutzt diesen Vorteil. Hä? Nutzt diesen Vorteil, um das Ziel in der Entfernung zu erreichen. Welches Ziel in der Entfernung? Das da, oder was? Ihr müsst durch die Energiekugeln sausen, um die Fähigkeiten zum Rasen aufzuladen. Oh, und vermeidet die flüchtige Energie da draußen und nicht versagen, bitte. Was? Ich trau mich gerade irgendwie nicht.
What? Ich schwebe einfach nur. Ich kann nichts machen. Moment, nochmal. Ach du Scheiße, ich muss... Ja, ja, okay, gut. Hallo. Na? Ich muss hoch hinaus. Okay, das wird... Nee. Na! Warum? Irgendwie verstehe ich das gerade nicht. Das ist mir neu. Okay. Egal. Finde ich mal was mit euch zusammen raus. Andere werden sich gerade am Kopf fassen. Aber ich komme noch gar nicht so hoch. Springt durch die Luft bis zum Ziel. Ja, aber woher soll ich denn wissen, wo der nächste Dings aufkreuzt? Das verstehe ich jetzt nicht. Gut. Okay. Das war Fail. Ich muss diese Kugeln... Das gilt nicht, wahr? Es wird immer stranger. Hallo? Aber auch nicht weiter. Davon mal abgesehen. Okay, so falle ich einfach nur runter. Warum fällst du jetzt da runter? Okay. Verstehe ich nicht. Aber ich kann nicht weiterspringen, das ist ja das Problem. Ey, dreh dich um. Was? Oder darf ich... Ach so. Jetzt sehe ich das erst. Jetzt sehe ich das erst. Okay. Okay, Moment. Ich habe nicht zufällig die 1. Warte mal. Ja, das ist interessant jetzt gerade. Warum? Hallo? Will sich die Fähigkeit nicht ziehen lassen? Okay. Aber ich brauche da diese Kugeln, um das aufzuladen. Ich werde das schon rausfinden, wie das funktioniert. Ich habe keine Ahnung hier. Alter, Freunde. Oh oh. Kriege ich den noch? Ich bin da! Geht das? Natürlich nicht. Das war doch das Ziel, oder? Oh oh. Wow, Alter, das war aber jetzt echt mal ein bisschen tricky, die ganze Angelegenheit. Alter Falter, das hat Nerven gekostet. Okay, gut, das war in der Tat was Neues. Das kannte ich tatsächlich noch nicht. So, dann werden wir mal unsere Pfeife benutzen, oder? Wir sind doch faul.
So, dann werden wir gleich mal direkt nebenan in den Hochberg rüberzwischen. Gimli. Achso, reparieren haben wir auch schon lange nicht mehr. Hallo! Seid auf der Hut! Ich habe schon seit Ewigkeiten, glaube ich, nicht mehr repariert. Wir müssen. Das Himmelshorn. Ach, scheiße, ich habe einen Flugpunkt nicht. Egal. Dann müssen wir mal von Himmelshorn da runter flitzen. Wir können ja schweben. Das ist ja ein fetter Vorteil gegenüber anderen Klassen. Dass wir so eine Art Flugmodus ja haben, ne? Und dann werden wir mal versuchen. Wie weit ist das jetzt eigentlich entfernt? Hier ist Himmelshorn. Und den haben wir nicht. Und hier gibt es so einen Weg, der hier runter führt. Und den werden wir jetzt mal klar machen. Direkt. Super. Was gibt's da? Da gibt's auch unsere Ressourcen für die Kirin Tor. Am interessantesten ist eigentlich Rüstung nach Möglichkeit. Für uns. Valshara. Hier gibt's bestimmt einmal Kirin Tor. Ziel erreicht. Wieder Wind. Noch einmal sowas. Oh nee. Na gut. Machen wir mit. Den letzten werden wir uns dann, wie gesagt, bei den Nachtsüchtigen dann organisieren. Dann werden wir da dann halt ein bisschen was machen. Jetzt muss ich erstmal schauen, wie ich diesen Scheißberg runterkomme. Aber auch davon der Weg. Wenn ich unbedingt 50.000 Harpien loslegen müssen. Ich glaube, der geht schon fast relativ direkt runter. Hoffe ich. Mini. Doch, hier geht's relativ linear runter. Okay, wir müssen uns ein bisschen darüber halten und da ist doch der Weg, den ich suche. Wir können ja fliegen. Und das ist auch gut so. So, jetzt kommen wir zu den absoluten Lieblings... Oh Gott, ich hasse das Ding wirklich. Also, Kirin Tor. Jetzt müssen wir unser Brain ein wenig anstrengen. Und ein wenig grübeln und merken... Wir müssen uns besser gesagt was merken. Und das ist gar nicht mal so easy. Also das mit dem Fliegen ist Gold wert, ey, wirklich. Muss ich immer wieder wiederholen. So, wo ist der Flugpunkt? Da vorne ist der Flugpunkt, sehr schön. Das Gute ist, dass man auch in einen abgetrennten Bereich gesteckt wird. Also das heißt, uns gehen nicht andere Spieler auf den Sack. Und das ist auch was, wofür ich sehr, sehr dankbar bin, oder? So, dann hinunter. Kann ich da auch einen direkteren Weg nehmen? Die Freifallklippe, ja. Guter Name. Das beinharte Riff. Und wir entdecken sogar noch mal ein bisschen was für die Quote. Aua, Fallschaden. Wow. Also Dämonen können auch an Fallschaden sterben. Das ist gut zu wissen. Hier ist übrigens ein freundliches Mordokdorf. Kann man ja mal erwähnen. Beinharter Mordok. Beinhart wie ein Mordok. So, da. Das Ding muss geöffnet werden. Und das funktioniert nur, wenn man einen bestimmten Weg läuft. Was? In Ordnung. Okay, und zwar starten wir das Ganze. Und jetzt geht's los.